So, da sind wir auch schon wieder. Was macht Sissi? Sie kratzt sich nach wie vor. Ja, das sieht irgendwie so ein bisschen nach Kork aus, aber das ist doch eher Holz, glaube ich, ne? Auf jeden Fall kratzt sie da in der Party, wie gesagt. Habe ich die Schnauze von voll? Fürs Erste, bla bla, weg. Okay. So, siehst du dann. Spiel auch gleich noch mal ein bisschen mit deiner schönen Spielzeugkiste. So. Okay. Das Bild nimmt Form an. Sissi schaut gen Himmel. Okay, Susi ist gleich fertig. Okay, wo haben wir sie? Okay, Kinder in der Schule ist es wohl zu spät für. Hier treibt sich auch wieder einiges an Volk rum. Okay. Nun gut. Erstmal egal. So, okay, da hat sie sich einen Wollknäuel geschnappt. Okay. Was da alles drin ist, ne? Hat sie das schon irgendwie im Inventar? Okay, hat sie noch nicht. So, Susi ist fertig. Na gut. Wie schaut das Bild von Amadeus aus? Okay, es wächst und gedeiht, wobei es ist jetzt halb fertig. Er vermalt sich doch gelegentlich. Ist ja schon süß. Okay, Susi, wenn du zu Hause bist. Oh, umarmen. Mal gucken, ob das schon geht. Ich glaube, sie begrüßt sie gerade wieder. Genau, Sim grüßen. Das ist auch immer süß. Dann erwarten die den. Die müssen auch hellseherische Fähigkeiten haben. Denn die wissen schon, da kommt gleich die Susi. Einmal gereckt, einmal gestreckt. Das machen die Katzen, das ist gesund. So. Da kommt sie. Coole Klamotten, muss ich ja schon sagen. Alter Falter. So. So, streicheln und umarmen. Das will ich auch mal ganz kurz gucken, ob das schon funktioniert. Zugabe, umarmen. Mal gucken, ob sie das mit sich machen lässt. Okay, streicheln lässt sie sich auf jeden Fall. Okay, und wie sieht umarmen aus? Bei so einer kleinen Katze? Ich habe das in einem anderen Spiel vorhin gesehen mit Pferden. Die kann man richtig umarmen, aber... Okay, dann nimmst du sie hoch. Und sie lässt das mit sich machen. Zack, umarmen. Auch das hier süß. Ja, das habe ich mit unserem alten Kater auch mal gemacht. Den konnte ich da rumschmeißen, über die gesamte Schulter legen. Der ließ auch alles mit sich machen. So, okay. Dann setz sie mal wieder ab, meine Süße. So, was will sie hier? Im Park Gitarre spielen. Nun gut. Okay. Basslevel wohl, genau. Den wollte sie aufballern. Das heißt, sollte mal hier ein bisschen am Bass rumzupfen. Gefliegten Bassdarm. Kein Mastdarm, sondern Bassdarm. Jawohl, ja. So. Sissi. Zack. Geliebt. Ah, okay. Du nimmst einen ganz besonderen Platz im Herzen von jemandem ein. Das ist richtig. Echt coole Klamotten, so eine Background-Sängerin, ey. So, was macht Sissi? Reagiert sie neutral? Kann sie denn dann mal mitmiauen? Okay, den Punkt hat sie voll. Mitjaulen. Das will ich doch mal ganz kurz gucken, wie das so klingt. Ja, kleines musikalisches Talent ist auf jeden Fall zu hören. Yippie-yay. Oh.
Kleiner Mozart am Rande. Die kleine Nachtmusik als Bassversion. Cool. Aber ich glaube, der Bass, der scheppert gerade wieder richtig laut rein. Egal, wir gucken uns mal Amadeus Sissi hier an. Die macht aber ganz schön Randale, die Kleine. Aber in so einem Musikerhaushalt müssen Katzen eigentlich auch musikalisch sein. Notgedrungen. Wobei, wenn ich an meiner Klampe sitze, das ist ihr immer ein bisschen zu laut. Da sind Katzen doch schon ein bisschen empfindlich. So, Amadeus. Oh, das Ding ist gleich fertig. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Das werden wir auch nicht verkloppen. Das werden wir auch an die Wand hängen. Ich frage mich nur gerade, wo. Ach, hier im Schlafzimmer haben wir noch Platz genug. Platz ohne Ende. Super. Über dem Bett hing der Spiegel. Okay, der ist wahrscheinlich auch aus dem Extra-Pack gewesen. Ich weiß es gar nicht genau. Okay, meine Süße, genug gejault. Spielen wir mal hier ein bisschen. Irgendwo hintragen. Okay, jagen üben. Ne, sie soll ein bisschen rumdaddeln. So. Okay. Alright. Ja, die macht einen ganz schönen Servo, die Kleine. So, Amadeus, mein Freund. Hat sich des Öfteren vermalt bei diesem Bild. Ist ja auch nicht ganz leicht. So eine Süße. Wir haben es ja bei der Produktion gesehen. Die ist nicht ganz so leicht zu covern. Das ist schon ein bisschen komplexer. Okay, da daddelt es auf jeden Fall mit ihrem Wollknäuel. Eine Rolle. Eine Rock'n'Roll-Rolle. So. Amadeus, hast es gleich geschafft. Ja, das Ding sieht auf jeden Fall fertig aus. Beziehungsweise hat er sofort erreicht. Komm, Süße, abschließen, fertig machen. Okay, Sissi ist noch am Wollknäuel. Komm, Amadeus, mach klar da. Komm, das Ding ist halt schon so gut wie fertig. Was fehlt noch? Okay, so. Das betiteln wir auch mal. Sissi. So, einfach Sissi schaut hoch. Zack. Dann nehmen wir das auch. Gemälde nehmen. So. Und wenn er es dann genommen hat. Jahrzehnte später. Amadeus, gut, nehmen. Dann hängen wir das hier ins Schlafzimmer. Zack. So. Hängen wir direkt mal hier hin. Wo ist das Inventar? Zack. Ja, hier hängt das doch super. Ach, das war der verknallte Knopf, wollte ich gar nicht. So, okay. Wie sieht's aus? Na gut. Okay, er liest sich ein, wir machen die Wände wieder runter. Sie schlägt hier einen Purzelbaum nach dem anderen. Okay, bei Amadeus bimmelt das Handy. Wen haben wir da? Okay, da will wahrscheinlich irgendwer plaudern. Wir haben dich auf der Party. Die wollten nur mitteilen, dass sie ihn auf der Party vermisst haben. Das ist schrecklich. Das belastet uns jetzt überhaupt nicht. So, okay. Wir gehen derweil noch einmal Pommes machen. Oh, Sissi kann auch Pommes machen. Das ist cool. So. Was macht Amadeus? Er schaut sich den Bassgroove an. Sissi spielt. So. Okay. Liebe Freunde, weil ich jetzt schon weit über eine Stunde aufgenommen habe, werde ich jetzt hier mal ein kleines Päuschen machen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran. Ich hoffe, ihr seht mir nach.
dass ich zurzeit ziemlich den zentralen Punkt auf Sissi lege, den Fokus, und ja, ist halt neu, ist lustig, macht Spaß und gut, die anderen haben wir zwar auch noch mit drin, das ist alles wie gehabt. Und ja, wie gesagt, wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Ich, wie gesagt, wenn das die 5 Sterne von Amadeus voll sind, dann gucken wir mal, dann werden wir das Let's Play so erstmal in diesem Rahmen beenden und gucken mal, wie es weiterläuft. Vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Vorschlag, was ihr gerne hättet. Wir gucken einfach mal und ja, ich würde sagen, wir lassen die Süßen jetzt hier mal rocken, zocken, wie auch immer. Ich bedanke mich für euer Interesse, hoffe, wie gesagt, ihr hattet ein bisschen Spaß und ja, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Rock'n'Roll, haltet euch wacker. Ciao, ciao.